Willkommen zur Weltpremiere des VW T6. Nach 13 Jahren und rund 2 Millionen verkauften Einheiten stellt Volkswagen nun die neueste Generation seiner beliebten Transporter-Baureihe vor. Versprochen werden mehr Fahrdynamik, mehr Leistung, weniger Verbrauch und das Ganze zu einem besseren Preis. Im Design hat Volkswagen seinen Bulli genannten Transporter nur behutsam verändert. Herausgekommen ist eine Formgestaltung wie aus einem Guss. Deutlich erkennbar an der Front das aktuelle Familiendesign von Volkswagen samt neuer LED-Scheinwerfer. Ansonsten rundum dezente Modernisierung des vertrauten T5-Looks. Auch im Cockpit hat sich einiges getan. Der T6 verfügt jetzt über ein hochmodernes Multimedia-System. CarNet heißt die Online-Verbindung, die zum Beispiel Stauinformationen in Echtzeit bringt. Ja, ich bin selbst ein ausgesprochener Bulli-Fan. Ich habe auch ein T1 Samba zu Hause, ein Fahrzeug, was ich mir privat gekauft habe und auch restauriert habe. Und da ist einfach viel Emotion und natürlich auch die Verantwortung dieser Geschichte. Weil 65 Jahre, das ist ja ein Versprechen. Und da geht es einfach darum, dass wir weiterhin dieses Versprechen einlösen und unseren Kunden zuverlässige, gute, robuste, aber auch attraktive Produkte anbieten. Insgesamt sind von den 5 bisherigen Bulli-Baureihen in den letzten 65 Jahren sage und schreibe 12 Millionen Exemplare vom Band gerollt. Angetrieben wird der 6. Bulli von einer völlig neuen Motorenpalette. Ja, die Motoren haben wir grundlegend neu entwickelt. Das ist der EA288 Nutz. Robuste Motoren, aber auch sehr emotionale Motoren. Wir haben einen Liter Verbrauchsreduzierung pro Fahrzeug und das in der Fahrzeugklasse. Also ein 75 kW TDI kommt dann auf einen Verbrauch von 5,5 Liter. Das sind, glaube ich, sensationell gute Werte. 4 Diesel decken ein Leistungsspektrum von vernünftigen 84 bis beeindruckenden 204 PS ab. Ein Vierzylinder-Benziner leistet entweder 150 oder ebenfalls 204 PS. Wie bei seinen Vorgängern wird es auch für den T6 reichlich unterschiedliche Bauformen geben. Da ist was dabei für den Handwerker, für die Familie, für den Architekten oder sogar was für den Businessmann, der sein fahrendes Büro sucht. Gleich zu Beginn lockt Volkswagen neue Multivan-Kundschaft mit dem Sondermodell Generation 6, das über reichhaltige Ausstattung zum extra günstigen Preis verfügt. Der Einstieg in die Multivan-Palette beginnt jetzt bei knapp unter 30.000 Euro. Das war's von der Weltpremiere des neuen Bulli. Der neue ist gespickt mit einer ganzen Reihe von Assistenzsystemen und anderen technischen Features, hat neue Motoren an Bord. Doch ob er all seine Versprechen auf der Straße hält, das schauen wir uns bei der Fahrpräsentation an.